Am Freitag ja die Eispiraten zweimal mit und wunderbares Tor! Ein wunderbares Tor auf Vorlage von Matt McKay. Tolle Atmosphäre hier im Sahnpark. Ich hoffe, Sie bekommen zu Hause davon auch etwas mit. Eishockey steht im Vordergrund. Guter Schuss und Tor. Der Ausgleich, die 61 für Weißwasser. Das ist der Jonas Johansson. Er erzielt den Ausgleich. Die letzte Minute läuft im ersten Drittel. Die Eispiraten spielen tief. Marvin Tepper geht nach. Er hat ja den Goldhelm bei den Eispiraten. Steht noch vor dem punktbesten Spieler der Lausitzer Füchse. 100, ah. Schusschance und Schuss von Nico Aubry. Aber Botong hat ihn da angeschossen, aber reagiert. Hält den Kasten erstmal. Und Tor! McKay, dieses Mal die 18, fälscht ab. Bouton, keine Chance. In der 20. Spielminute die erneute Führung für die Eispiraten. So, hier geht es weiter mit dem Spiel und Weißwasser im Angriff mit schönen Schuss von der Nummer 4. Und die Situation noch nicht verhandelt. Im Nachschuss Kevin Lively, die 26. Ja, da war die Abwehr der Eispiraten überhaupt nicht auf dem Posten. Kevin Lively, er erzielt den Ausgleich aus Sicht der Lausitzer Füchse. 2:2. Und jetzt Chance für die Eispiraten und Tor! Jetzt war er doch noch drin, abgefälscht. Daniel Bucheli müsste es dieses Mal gewesen sein und ich hoffe, er ist es gewesen, die 26. Er hat die Vorarbeit geleistet zu diesem Treffer und erneute Führung zum dritten Mal am heutigen Abend gehen die Eispiraten in Führung. Und jetzt diese Situation 5:3. Alex Hutchings am Tor, hinter dem Tor verpasst. Die Einschussmöglichkeit erst einmal dahin, noch 54 Sekunden. Wieder Alex Hutchings auf Mike Card. Und Jimmy McQueen schießt ein Tor! Jawohl! Genutzt! Und das dritte Drittel läuft nach gut 30 Sekunden, also schon die nächste Reihe auf dem Eis. Und, oh, gute Chance und Tor! Götz, die Vorlage. Das war wieder so ein Schnellstart der Füchse. Der Anschluss. Da haben die Eispiraten wieder mal nicht aufgepasst. Ich erst einmal befreien. Sie wechseln. 1:25 noch Zeit. An der Bande gestört und jetzt Dominik Walsch mit Konter und gute Chance. Und Tor! Dominik Walsch mit seinem zweiten Treffer am heutigen Abend. Tor in Unterzahl. Die Vorlage, die 27, Eric Lempi und der Torschütze, die 8. Dominik Walsch. Noch eine Minute. Und wieder Johann von der blauen Linie. Und jetzt Konter, Jamie McQueen. Geht aufs Tor.
Johansson kommt dazu und Tor! Jawohl! 6:3! Super! Zweites Tor in Unterzahl! Das tut natürlich weh aus Sicht der Lausitzer Füchse. 5:3, noch 6 Sekunden. Und Tor! Martin Heinisch krönt seine Leistung am heutigen Tag mit dem 7. Treffer, mit seinem 1. Und die Vorlage kam von Marvin Tepper, der 36. Ja. Schuss von McQueen über das Tor. Noch 58 Sekunden und Tor. Tor, Alex Hutchings. Alex Hutchings, die 90 und die 27. Die Vorlage zum 8:3. Eric Lempi gibt die Vorlage.